Tja, so richtig nachvollziehbar ist das für viele Bürger jedenfalls nicht mehr. Während in Berlin also über Brücken-Lockdowns diskutiert wird, macht das Saarland zum Beispiel im Rahmen eines Modellprojektes wieder auf. Unser Reporter Daniel Koop, der hat sich mal in Saarbrücken in einem seit heute wieder geöffneten Fitnessstudio umgesehen. Im November musste man schließen. Jetzt dürfen auch die Fitnessstudios im Saarland wieder öffnen. Es wird wieder gestrampelt. Dieser leichte Geruch von Schweiß, den kann man auf jeden Fall auch hier in diesem Fitnessstudio spüren. Das Ganze natürlich mit einem Hygienekonzept. Ein aktueller Test, der muss vorgelegt werden, um hier in das Fitnessstudio auch zu kommen. Wenn man den nicht hat, dann kann man sogar hier in diesem Fitnessstudio getestet werden. Das macht die Selina hier gerade. Und ansonsten gibt es natürlich auch ein paar andere Regeln, an die man sich halten muss. Maskenpflicht, die gibt es natürlich auch auf die einzelnen Mindestabstände. Da wird natürlich auch geachtet. Wir können uns mal mit dem Chef hier von diesem Fitnessstudio unterhalten, Marco Wolter. Ich kletter mal hier auf dieses Sportgerät. Marco Wolter ist bei mir. Ja, Sie mussten so lange schließen. Heute wieder die ersten Öffnungen. Erklären Sie mir mal so ein bisschen, was wird gemacht? Was machen Sie außer den Tests, damit man hier ein sicheres Sporterlebnis dann auch haben kann? Die Tests sind nach dem Saarland-Modell natürlich Grundvoraussetzungen, um ins Fitnessstudio rein zu dürfen. Wir haben allerdings bereits im letzten Jahr umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um das Training hier so sicher wie nur möglich zu machen. Wir haben eine Luftreinigung mit komplettem Luftaustausch, sodass sich keine Aerosole bilden können. Wir haben mit einer Nanobeschichtung alle Oberflächen versiegelt, sodass auf diesen Oberflächen dauerhaft keine Viren oder Bakterien haften können. Und wir achten natürlich darauf, dass auf den Laufwegen Maske getragen wird, dass die Leute ihre Geräte zusätzlich noch desinfizieren, dass wir somit einfach auch unseren Mitgliedern, die schon älter sind, die auch schon Vorerkrankungen haben, dass wir denen auch ein absolut sicheres Training bieten können. Das Saarland prescht ja so ein bisschen vor. Die Bundeskanzlerin hat selbst als ein bisschen waghalsig beschrieben. Ist denn bei Ihnen so ein bisschen die Sorge da, dass Sie vielleicht hier wieder dicht machen müssen, bald, wenn die Inzidenzen da wieder steigen, dass das nur eine kurze Blaupause quasi ist? Die Sorge haben wir natürlich, wir alle, die jetzt öffnen konnten, denn ich denke, wenn man im letzten Jahr eins gesehen hat, dann, dass es keinerlei Planbarkeit gibt und dass man nichts vorhersehen und vorherberechnen kann. Wir können nur hoffen, dass die Politik einfach sieht, wie wichtig das Fitnesstraining gerade auch für die Gesundheit ist und eben gerade auch für die Prävention. Weil wenn wir jetzt Leute vor Corona schützen, die dann aber später Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Rückenerkrankungen haben, dann kommen wir keinen Schritt weiter, dann reichen wir damit gar nichts. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass Sie hier noch lange öffnen dürfen. Ganz herzlichen Dank für die Information. Also wir haben es gehört und das Ganze wird, glaube ich, auch wirklich sehr gut angenommen von den Menschen, die hier ins Fitnessstudio kommen. Die Sorge ist natürlich da, 7-Tage-Inzidenz, ich habe sie mir angeschaut, heute im Saarland bei einem Wert ja von knapp 90. Ab 100 würde es dann erstmal zu einer verschärften Testpflicht dann hier auch noch kommen. Und wenn dann die Zahlen noch einmal nach oben gehen würden, dann würde man sich hier auch wieder über einen Lockdown unterhalten müssen. Aber bisher, glaube ich, die Erleichterung bei ganz vielen Menschen, die es einfach vermisst haben, in den letzten Monaten ins Fitnessstudio zu gehen. Und damit zurück ins Studio.